Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Volker Birk. Sie haben es gehört, Chaos Computer Club Schweiz. Sie hören es, ich kann zwar aufgrund der vielen Jahre, die ich schon in die Schweiz komme, Schweizerdeutsch in sehr vielen unterschiedlichen Dialekten problemfrei verstehen, aber ich kann es immer noch nicht sprechen. Oder vielmehr, ich habe es versucht und aufgrund der vielen Lacher aufgegeben. Deshalb bitte ich insofern um Nachsicht. Ich weiß nicht, ob ich gleich die ganze ICT-Landschaft verteidigen kann, so viel vielleicht vorab. Aufgrund des großen Chaos, was nicht nur in unserem Verein vorherrscht, sondern unglücklicherweise auch in der ganzen ICT-Landschaft, glaube ich nicht, dass man absichtlich Hintertüren einbauen muss. Unglücklicherweise. Unglücklicherweise denke ich, dass da sehr viel Angriffsfläche immer besteht und dass das eher das Problem ist, wie man die Türen zukriegt. Deshalb will ich dich auch niemanden unterstellen, außer dem, was natürlich bekannt geworden ist. Nicht nur, aber auch durch die Veröffentlichungen von Edward Snowden. Sonst möchte ich eigentlich keinem erst einmal unterstellen müssen, dass er ein falsches Spiel spielt und gleich hinter Türen einbaut. Wir wissen heute, dass das allerdings an ein paar Stellen durchaus der Fall ist. Und deshalb möchte ich mich auch bedanken, dass ich als Gast in der Schweiz hier diese Gelegenheit bekomme, hier mal über das Thema zu sprechen und Sie vielleicht mit einer Idee zu infizieren. Wir sehen viele Dinge gleich wie die Schweizer Armee, durfte ich eben zu meiner Freude feststellen. Das ist schon mal gut. Einige Dinge sehen wir auch anders. Vor allem sehen wir sie eher anders als die Geheimdienstleute. Ich habe nämlich auf eine etwas unangenehme Situation aufmerksam zu machen. Ganz ehrlich, wir Europäer sind in der Klemme. Und das heißt, auch hier in der Schweiz, als ein Land in der Mitte von Europa, ist man sehr in der Klemme. Wir haben das alle gesehen. Es ist nämlich leider nicht so, dass wir ausgeglichene Kräfteverhältnisse hätten. Wer die ganze Diskussion verfolgt hat, weiß, da gibt es die sogenannten Five Eyes als großen Player. Das sind die USA, Kanada, UK, Neuseeland und Australien. Die haben sich verbunden und zu einem großen, allumfassenden, holistischen Überwachungsverbund. Und die spionieren jetzt alle Internetdienste der Welt aus, einschließlich aller in der Schweiz. Warum ist das so? Warum wissen wir das aufgrund der Snowden-Veröffentlichungen? Wir wissen es, weil in den Veröffentlichungen auch Teil war, dass die US-amerikanische NSA Cisco-Router auf dem Postwege abfangt, verwanzt und weiterschickt. Und auch in der Schweiz, wie bei allen großen Internetprovidern, ist es auch bei Schweizer Internetprovidern so, dass die Firma Cisco in einem bestimmten Segment beinahe ein Monopol besitzt, sodass man davon ausgehen muss, dass es nicht nur die offiziellen, sowieso vorhandenen Abhörschnittstellen gibt, die Legal Interception in den Routern, sondern immer noch eine zweite für die NSA. Und das betrifft, so steht zu befürchten, auch alle Schweizer Internetprovider. Also einfach, weil es alle betrifft. Das Thema ist also ganz aktuell auch hier in der Schweiz, denke ich. Es gibt natürlich auch eine privatrechtliche Komponente der allumfassenden holistischen Totalüberwachung. Wir haben das gesehen bei den Diskussionen. Momentan ist es auch hier in Europa, glaube ich, vielleicht auch hier in der Schweiz ein bisschen ein Thema, was mit der Firma Google passiert, ob hier nicht eine Monopolstellung missbraucht wird und ähnliche Dinge. Es ist nicht nur Google, es sind auch ganz andere Unternehmen. Die Firma Facebook wurde mit dem schon 2007 in Neuseeland, dann 2008 vom englischen Guardian mit der Firma InQtel in Verbindung gebracht. Die Firma InQtel ist, das ist kein Scherz, der Venture Capital Arm der Central Intelligence Agency, also der CIA. Ja, die haben sowas, das ist verrückt, oder? Und es ist nicht gelungen, den Journalisten nachzuweisen, dass InQtel wirklich in Facebook investiert ist. Es ist nachgewiesen, dass es einen fast 100%igen Personalüberhang gibt, also dass sie personal sehr eng verflochten sind. Wir haben noch weitere Dinge gesehen, aber ich möchte jetzt nicht nur auf die Five Eyes zeigen. Sie sehen, ich sehe das nicht rein amerikanisch, weil man es, glaube ich, auch gar nicht tun sollte. Ich möchte auch auf andere Dinge hinweisen, werde jetzt nachher gleich noch was zu den Chinesen sagen. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir von den Amerikanern total überwacht werden. Ja, das werden wir, aber eben nicht nur.
Und ja, so sieht die Sache aus. Die Folge ist, dass Bürger ihre Privatheit mehr und mehr verloren haben. Also ich möchte hier in der Vergangenheitsform sprechen, weil es nach den Snowden-Veröffentlichungen vielleicht eine Illusion ist, wenn man noch denkt, so etwas würde im digitalen Raum momentan existieren. Es muss wiederhergestellt werden. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass das die Demokratie unterminiert, denn das Stimmvolk soll ja euch, die Politiker, kontrollieren und ihr, das kann ja natürlich nur funktionieren, wenn es Bürger gibt, das wissen wir alle, das weiß niemand so gut wie die Leute hier in der Schweiz. Und das funktioniert nur, wenn man als Persona eben auch ein Privatleben hat. Also man kann nicht unter Totalüberwachung stehen und selber noch irgendetwas beobachten und am politischen Entscheidungsprozess erfolgreich mitwirken, wenn man selber schon komplett durchleuchtet und kategorisiert und abgehakt ist. Es geht aber auch um etwas Zweites, das wird mit Sicherheit auch sehr viele Unternehmen hier in der Schweiz betreffen. Das ist nämlich die Industriespionage, die wir auch im Zuge der Snowden-Veröffentlichung und dann auch in der Diskussion in den USA sehr gut gesehen haben. Der Geheimdienstkoordinator der USA hat ja erstmal behauptet, sie würden keine Industriespionage machen. Dann hat Snowden nachgewiesen, dass sie es tun. Dann hat er behauptet, ja, können wir schon, aber aktuell führen wir es noch nicht durch. Dann ist sein Dokument geleakt, wie sie es genau planen durchzuführen, aber das Dokument war auch schon ein paar Jahre alt. Also müssen wir davon ausgehen, dass es durchgeführt wird und selbstverständlich, es wird nicht nur von den Amerikanern durchgeführt. Ich erinnere oder weise darauf hin, für die, die das nicht mitverfolgt haben in der Diskussion, wir haben ja auch chinesische Wasserkocher und Bügeleisen gefunden, die, wenn man sie kauft und einsteckt zu Hause, das vorhandene WLAN angreifen mit extra Hardware, die in diesen Geräten verfügbar ist. Heute habe ich gelesen, dass das Ganze auch für E-Zigaretten gilt, die man per USB an seinen Laptop hängen kann. Wenn man das also tut, dann greift die E-Zigarette das Laptop an, öffnet sie und stellt sie den entsprechenden Auftraggebern zur Verfügung. Das sind alles bisher chinesische Produkte, die wir da entdeckt haben. Also das ist momentan die Situation, der wir gegenüberstehen. Wir haben eine weitere Situation, die leider nicht so toll ist. Hätte ich gerne anders. Und zwar unsere Konzepte, um dieser Sache Herr zu werden, ist ganz wichtig. Das ist zum Beispiel das Konzept, auf dem auch das berühmte Webbanking hier nicht nur hier in der Schweiz, sondern weltweit basiert, aber auch sehr viele andere Dinge. Das ist nämlich TLS. Also das ist, wenn man im Browser so www.diebank.de, www.diebank.ch, www.diebank.us und so weiter eingibt, dann wird man feststellen, dass man eine solche verschlüsselte Verbindung bekommt. Das Protokoll, was hier verwendet wird, heißt HTTPS, basiert auf einer Technik, die heißt TLS, basiert auf einem Verfahren, das heißt X509, das Zeug heißt wirklich so scheußlich. Ist aber so, das Problem an der Sache ist, dieses Verfahren darf man als gescheitert betrachten, und zwar vollständig gescheitert betrachten. Dem müssen wir jetzt langsam ins Auge sehen. Wir sagen das als CCC schon seit 15 Jahren. Ich begrüße die Veröffentlichung von Edward Snowden sehr. Jetzt weniger, weil für mich so viel Neues dabei gewesen wäre, sondern vielmehr, weil wir jetzt über sehr viele Dinge offen sprechen können. Sehr schön. Ich weise mal darauf hin, dass in diesem Verfahren es so ist, dass eine sogenannte Certificate Authority, eine CA, bestätigt, dass ich tatsächlich auch mit dem Rechner der Bank spreche oder mit dem Rechner der Behörde spreche, oder wo wir die Verfahren überall einsetzen. Und es ist aber, das Ganze hat aber einen Baufehler, nämlich es wird allen CAs vertraut, wenn nur eine einzige CA in der Hand eines Angreifers ist, ist das Verfahren wirkungslos. Ich habe hier mal den Anfang der CAs im bekannten Internetbrowser Firefox abgebildet. Das sieht man hier, das fängt an mit Turktrust, das ist eine sehr vertrauenswürdige CA aus der Türkei. Und dann geht das weiter in ganz unterschiedliche Unternehmen, einschließlich verschiedener US-amerikanischer Unternehmen, Unternehmen aus UK und auch des Chinese Network Information Centers. Und sobald auch nur eine dieser CAs, ja, sag ich mal, eher dem Angreifer dient als dem Verteidiger, offiziell dem Verteidiger, inoffiziell dem Angreifer, ist das gesamte Verfahren HTTPS, TLS, X509 gebrochen. Und jetzt können Sie sich sicher selber vorstellen, ob das vielleicht der Fall sein könnte in der Situation, in der wir gerade sind.
Wir haben, ich weiß, das sind keine guten Nachrichten, meistens wird es etwas depressiv, wenn ich Vorträge beginne, ich möchte mich dafür entschuldigen. Wir haben heute die Situation, dass die Informationen in unseren Nachrichten sowieso meistens noch unverschlüsselt sind und noch überhaupt nicht mit TLS oder einem anderen Verfahren gesichert, wird gerade ein bisschen besser. Bei den Metadaten, das ist die Diskussion der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, die es auch hier in der Schweiz gibt, die jetzt mit dem neuen Entwurf fürs BIP verlängert werden soll, von 6 Monaten auf 12 Monate. Ich weise mal darauf hin, dass wir eine Organisation sind, die dagegen vom Europäischen Gerichtshof in der EU geklagt haben. Wir haben den Prozess gewonnen, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie in der EU ist weg. Die Begründung vom Gericht ist, es ist der Gegenseite nicht gelungen, einen einzigen Fall aufzuzeigen, bei dem man hätte die Strafverfolgung nicht auch ohne Vorratsdatenspeicherung durchführen können. Genauso gut und entsprechend, Sie können das Urteil nachlesen, ich denke sogar im Internet, und entsprechend ist diese Richtlinie gekippt. Ein Hinweis an die hiesigen Parlamentarier. Vielleicht sollte man eine parallele Diskussion auch hier in der Schweiz beginnen. Das sind die sogenannten Metadaten. Ich mache mal ein Beispiel, was Metadaten sind. Das wird hier in der Schweiz oft auch als Randdaten bezeichnet. Ein Wort finde ich, das als Euphemismus den Kern der Sache überhaupt nicht trifft. Also Randdaten sind zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Politik wäre, müsste ich mir eine Schweizer Partei aussuchen. Falls das möglich wäre, würde ich zum Beispiel die CVP nehmen. Ich könnte jede andere nehmen. Würde ich mich abends, Randdaten sind dann zum Beispiel, wenn ich abends meine 23-jährige Assistentin ab von abends um 8 bis morgens um 6 immer donnerstags besuche. Das sind Randdaten. Das sind Randdaten deshalb, weil zu den Randdaten gehört die Position bei Mobile und da gehört auch dazu, wem ich wann eine Nachricht schicke, mit welchem Betreff. Also nur zur Information, dass Sie mal ein Bild haben, was Randdaten sind. Ich würde eher sagen, das ist der Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung, die sogenannten Randdaten. Das hier ist jetzt von meinem Partner Leon Schumacher, der hat mal mit seinen eigenen Daten ein Spiel gemacht, wenn man das darf. Und hat man versucht zu visualisieren, was man auch nur aus seinen Randdaten oder Metadaten rauslesen kann. Da sieht man sehr schön, mit wem er am häufigsten kommuniziert und wie seine Kontaktnetzwerke sind. Wir haben uns jetzt überlegt, das muss sich ändern. Also momentan haben wir, es wurden die Baufehler des Internets angesprochen, da stimme ich zu. Wir haben tatsächlich die Situation, dass man im Internet gläsern ist als Standard. Und wir haben die Idee, dass das genau andersrum werden muss. Wenn wir die Privatheit, wenn wir Bürgerrechte, wenn wir die Demokratie aufrechterhalten wollen und trotzdem im Internet weitermachen wollen, und ich glaube, das Letztere wollen wir, weil es einfach zu viele Vorteile hat, die meisten Menschen wollen das, dann müssen wir das Internet vom Kopf auf die Füße stellen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass die Privatheit Standard wird und dazu müssen wir ins Gesicht sehen. Wie kann man das machen? Das Erste ist, wir brauchen endlich wieder Geräte, denen wir vertrauen können. Und das geht nur mit freier Hardware. Ich mache mal ein Beispiel vom Gerät, dem man schwierig vertrauen kann. Wenn Sie sich diese Marke anschauen, die ich hier verwende, kennen Sie vielleicht, dann weise ich mal darauf dahin, dass das hier ein chinesisches Gerät ist. Da steht hinten drauf, Made in China, kann ich Ihnen nachher zeigen. Ich kann es jetzt nicht umdrehen wegen dem Beamer. Das ist ein chinesisches Laptop, das sieht man hier an diesem Apfelsymbol. Die allermeisten Laptops sind chinesische Laptops. Das heißt, die Hintertür in der Hardware ist von den Chinesen, die in der Software ist von den Amerikanern. Wenn wir das wieder ändern wollen, müssen wir Europäer uns damit beschäftigen, vertrauenswürdige Hardware erst einmal wiederherzustellen. Und das bedeutet, wir müssen freie Hardware fördern. Es gibt bereits etliche Projekte von verschiedenen Universitäten, da wird noch zu wenig gemacht, deshalb sage ich das mal dazu. Was wir auch dringend weiter fördern müssen, das ist natürlich freie Software. Warum müssen wir freie Software fördern? Freut mich sehr, dass die Schweizer Armee das auch so sieht. Warum müssen wir freie Software fördern? Wir müssen sie fördern, weil das das Einzige ist, wie man Software überhaupt unter Kontrolle bekommen kann, indem man nämlich vollständig den Prozess, wie sie erzeugt wird und die Software selber in ihrem Quellcode veröffentlicht.
ist die einzige Möglichkeit, wie man in einer Demokratie dafür sorgen kann, dass man, was da in Wirklichkeit jetzt läuft, noch unter Kontrolle hat. Und deshalb brauchen wir mehr davon. Und das Dritte, mit dem beschäftigen wir uns bei PEP. Wir brauchen dann zwischen diesen Systemen sichere Kommunikation für jeden Bürger und für jedes Unternehmen. Weltweit, aber mindestens auch hier in der Schweiz. Und die brauchen wir peer-to-peer, die brauchen wir eben nicht in der Cloud, weil die, also wir frotzeln ja gerne Cloud Computing, K-L-A-U-T Computing, könnte man sagen. Wir brauchen sie peer-to-peer, wir brauchen sie direkt von Gerät zu Gerät, weil das wir den Amerikanern nochmal abgewöhnen, kurzfristig, langfristig wäre es ein schönes Ziel, dass sie uns das Netz verwanzen dazwischen, das ist momentan etwas illusorisch, habe ich das Gefühl. Wir haben uns dann spezialisiert, wie können wir beitragen als PEP, Pretty Easy Privacy. Wir haben uns spezialisiert auf einen Themenbereich, damit wir auch in der Praxis etwas beitragen können und damit es nicht nur theoretisch bleiben muss, und haben uns ausgesucht, textbasierende Nachrichten, die sehen grob ungefähr so aus. Da gibt es SMS, E-Mail und verschiedene Messaging-Dienste und PEP sitzt da in der Mitte. Wir unterstützen das alles, ein bisschen seltsam, das liegt daran, dass PEP ein Standard ist und auch eine Referenzimplementierung, aber dass wir keine neue Nachrichtenplattform hinzufügen, sondern wir sichern die bestehenden. Sehr pragmatischer Ansatz, also ich kann es mal platt sagen, klingt ein bisschen überzogen, ist aber tatsächlich wahr. Wir benutzen Microsoft Outlook, erweitern es mit freier Software, um Facebook-Nachrichten zu verschlüsseln. Nein, kein Schatz. Das machen wir tatsächlich, aber natürlich nicht nur Facebook-Nachrichten. Und wir schieben das Ganze so schnell wie möglich nach GNUnet, das sei ja auch noch ein bisschen was dazu. Wir haben deshalb diesem Konvergenzgedanken folgend eine Benutzeroberfläche entworfen, wie man das in einem einzigen Message-Client die ganzen verschiedenen Dienste hat, weil uns klar geworden ist im Laufe unserer Diskussion, die wir geführt haben, und die ist natürlich auch, die betrifft auch die ganzen Krypto-Partys, die wir gemacht haben als Chaos Computer Club, unter anderem zum Beispiel in Zürich, dass die Leute, für die ist das alles viel zu kompliziert, und das ist etwas, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen eine Art politischen Prozess in der Software. Wir müssen Software herstellen, wir müssen Lösungen herstellen, wir müssen Geräte herstellen, die für den Anwender sicher sind, wenn er auf Senden drückt. Und nicht, wo der Anwender sich überlegen muss, was er jetzt noch alles tun muss, damit er auch sicher ist, weil dann ist er erstmal verunsichert, weiß nicht, was er tun soll, kommt zu uns, lernt es vielleicht oder auch nicht. So viel Kapazität haben wir gar nicht übrigens, wie die Leute für uns momentan fragen, was sie tun sollen. Und im Endeffekt passiert es aber in der Masse nicht und dadurch haben wir keinen Hebel. Und deshalb muss es genau andersrum sein, unserer Meinung nach. Die Systeme müssen so sein, ich mache gar nichts, ich drücke auf Senden, das Ding ist sicher. Und nach diesem Vorgehen gestalten wir das. Wir haben dann analysiert, was die Leute momentan heute benutzen, oder wir haben auf Analysen zurückgegriffen, um ehrlich zu sein, und haben dann gesagt, die allermeisten, wichtigsten, von den meisten Leuten benutzten Nachrichtendienste und Clients wollen wir alle unterstützen. Also wir gehen die auch in Reihenfolge an, wir fangen mit dem meistverbreitetsten an und sichern dann durch bis zum wenigsten verbreitetsten. Momentan sind also folgende Dinge ganz konkret in Planung oder schon in Arbeit. Da geht es mal um, das kennen Sie alles, da brauchen wir wahrscheinlich nichts dazu zu sagen. Wir bleiben dabei rein peer-to-peer, haben eine Ausnahme momentan in der Diskussion, und zwar, weil wir auch inzwischen mit vier großen Unternehmen, mit vier Großkonzernen Piloten durchführen. Wir machen das also sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen, weil man muss ja beide sichern. Und haben gerade die Diskussion, dass manche Unternehmen gar nicht mitmachen können, weil sie ihre IT so outgesourced haben, dass sie überhaupt keine zusätzliche Software mehr installieren dürfen, außer sie ist Vertragsbestandteil. Und deshalb haben wir uns da eine Notlösung ausgemacht. Wenn es nach mir geht, fliegt die so schnell wie möglich wieder raus. Aber sieht so aus, wenn sie mal zwischenzeitlich bei einem oder anderen Unternehmen noch notwendig sein wird. Ansonsten machen wir das direkt. Klar, PEP auf beiden Seiten funktioniert. Ja, das funktioniert bei allen. Der Witz ist jetzt halt, wir kommunizieren mit den ganzen gängigen Standards und wir unterstützen auch nicht nur unsere eigenen Verschlüsselungsstandards, die sehr, sehr sicher sind, sondern wir unterstützen auch Dinge, die bereits verbreitet sind aus Kompatibilitätsgründen und implementieren das alles vollautomatisch. Also auf gut Deutsch, wenn ich PGP zum Beispiel nutze, dann mein Gegenüber nutzt PGP, dann stellt das PEP automatisch fest und fängt an, PGP mit dem Gegenüber zu machen, weil das besser ist, als nichts zu machen. Und ansonsten macht PEP eben Anonymisierung und Verschlüsselung mit OTR.
Ja, das Ganze verbinden wir jeweils in eine App. Damit das geht, haben wir eine Engine, ein Engine-Konzept. Wir implementieren diese ganzen Nachrichtendienste in eine, ja, heißt auch so, in eine Engine und sorgen dann dafür, dass dieselbe ein und dieselbe Engine in Outlook läuft, wie auch auf dem iPhone. So ist das technisch gemacht, sonst könnten wir das ja nicht leisten. Wir können es ja nicht leisten, auf allen Plattformen alle Dienste. Wenn wir das Kreuzprodukt ausentwickeln müssten, dann wären wir völlig überfordert. Deshalb haben wir diesen Weg gewählt. Ja, dann haben wir uns noch eine Besonderheit einfallen lassen, und zwar eben für das Abprüfen, ob ich überhaupt mit dem richtigen Partner kommuniziere oder ob hier ein sogenannter Man in the Middle vorliegt, das nämlich, ja, ich will jetzt dem Chinese Network Information Center jetzt mal nichts unterstellen, aber wir nehmen sie einfach mal als Blindbeispiel. Wenn das Chinese Network Information Center eine Anweisung bekommen hat und jetzt dort leider dazwischen gehen muss, dann kann ich es halt mit TLS und der dortigen Verfahrensweise nicht feststellen, dass das überhaupt passiert, und deshalb sind wir davon weggegangen und haben eine sehr einfache Möglichkeit vorgelegt, wie man durchs Telefon einmal vergleichen kann, 4 oder 5 oder maximal 6 Worte, auch aus der Muttersprache, und das sind die sogenannten Safe Words, und wenn man die verglichen hat, weiß man, dass man mit dem Richtigen spricht, auch elektronisch, mit dem ich auch gerade am Telefon spreche, dann klickt man da auf OK und ab da wird das grün und das hält dann für immer. Also es ist auch ein anderes Konzept als das ganze ja, Web of Trust, wäre ja noch die Konkurrenz davon und so weiter, was es da so alles an Konzepten gibt. Wir haben da ein eigenes Konzept vorgelegt, und übrigens diese ganzen Konzepte, die Sie hier sehen, befinden sich momentan im Standardisierungsprozess. Ich komme gerade aus Berlin vom W3C-Meeting, das ist das Gremium, was das WWW normiert, und die haben mich gerade weitergereicht an die ITF, an die Internet Engineering Task Force. Wir sind da jetzt also im Standardisierungsprozess, dass das alles offene Internetstandards werden. Also auch in Sachen Standards tut sich ein bisschen etwas wenigstens. Also kann ich jemanden von gelb auf grün kriegen. Gelb heißt, der Computer ist sicher, das Verfahren ist technisch einwandfrei, kann aber nicht garantieren, dass noch jemand auf der Leitung sitzt. Und grün heißt dann, es ist manuell abgeprüft, dass ich mich wirklich auch elektronisch mit demjenigen unterhalte, mit dem ich mich auch gerade telefonisch oder face-to-face unterhalte. Okay. Was wir da machen ist, wir nehmen dem Benutzer die ganzen Arbeiten ab, insbesondere das sogenannte Key Management, das Handhaben mit Schlüsseln. Mein Schlüssel ist abgelaufen, jeder, der mal PGP eingesetzt hat, weiß, dass die Anwender, wenn es eingerichtet ist, tut es erstmal und dann passiert irgendwas und dann funktioniert es mir und dann kann ich nicht mehr verschlüsselt mailen. Also diese ganzen Dinge haben wir automatisiert, und zwar indem wir einfach das aufgeschrieben haben, was wir an den Krypto-Partys unseren Gästen beibringen, und wenn man das aufschreibt, nimmt man das Protokoll, dann kann man es auch in Software schreiben, und das ist die Pep Engine. So grob die Idee. Und das Schöne ist, schöner Nebeneffekt, wir synchronisieren auch Geräte, das heißt, wenn ich Pep auf mehreren unterschiedlichen Geräten habe, heute haben viele Menschen, haben einen Laptop, haben Snattel, und das ist vielleicht ein Smartphone, oder? Und dann haben sie im Büro, haben sie noch Outlook. Und wir synchronisieren automatisch diese Geräte auch in der Kryptografie, und zwar ohne Cloud, das ist jetzt der Witz. Es geht alles peer-to-peer und verschlüsselt. Man kann es auch für Kontakte und Kalender verwenden, braucht dann keinen Kontakte- und Kalender-Cloud mehr. Wir wollen uns jetzt nicht unbedingt mit den Cloud-Anbietern anlegen, sage ich mal, aber das Thema ist halt nun mal die Privatsphäre der Leute zu schützen, dann gehören vielleicht ihre Adressen und ihre Terminverwaltung dazu, das geht vielleicht sonst niemandem etwas an. Ja, wir automatisieren das Ganze bis zum Klick, standardisieren es und hoffen, dass die das dann natürlich auch nehmen. Ich kann jetzt aus dem Rücklauf sagen, dass die gut froh über den Input waren, weil die gerade solche Dinge in den Standardisierungsgremien durchaus diskutieren. Raten Sie mal, was die gerade für ein Problem haben. Also da wird man mit offenen Armen empfangen, muss ich sagen, das war sehr nett. Diskussion war sehr fruchtbar. Ja, wer ist PEP? Wir sind ein europäisches Projekt. Ich habe hier mal die Landesflaggen von den beteiligten Menschen dazu gemalt, dass Sie eine Vorstellung haben. PEP, das ist erstmal der Leon Schumacher. Das ist vielleicht in der Schweiz auch noch eine bekannte Größe. Das ist der Ex-Group-CIO von Novartis, der hier mitmacht. Dann ist es der Sandro Köchli, auch hier aus der Schweiz, dann bin's ich. Und dann haben wir inzwischen 2 weitere Leute ins Projekt gewinnen können. Das ist der Robert Goldmann und der Eduard Tisserand. Also wir haben sogar noch ein Land erweitern können hier als europäisches Projekt. Wir sind ein europäisches Projekt mit Sitz in der Schweiz.
dazu sagen, inzwischen werden wir auch gut beraten. Wir haben etliche Leute gewinnen können, hier ein bisschen mitzuarbeiten. Das ist der Professor Elgar Fleisch hier von der ETH in Zürich. Dann haben wir den Professor Frank Kagel von der Uni Ulm. Leute aus der Wirtschaft natürlich, ist für uns genauso wichtig, weil wir versuchen, genau diesen Verbund hinzukriegen, den Meinhard Starostik, mein Freund Meinhard, der übrigens als Rechtsanwalt, der ist ja Verfassungsrichter und Rechtsanwalt, und als Rechtsanwalt hat er den Prozess gegen die Vorratsdatenspeicherung vom EuGH gewonnen. Und also die Diskussionen hier sind auch sehr fruchtbar, muss ich sagen, da geht einiges. Dann wissen Sie in etwa, wer hinter dem Projekt steht momentan, und ich hoffe natürlich, dass ganz schnell noch ganz sehr viel mehr Leute hinter diesem Projekt stehen, weil wir ja unseren Sitz hier in der Schweiz haben, und hoffe, dass ich Ihnen einen ersten Einblick geben konnte und dass ich Sie davon überzeugen kann, dass dieses Projekt eine sinnvolle Sache ist. Dankeschön.